Die Privatbank Elch AG geht in Konkurs. Der Verwaltungsrat weist jedoch jegliche Schuld entschieden von sich. Man hätte dem Buchhalter blind vertraut und ihm entsprechend die ganze Buchhaltung überlassen. Zudem hätte ja die Revisionsstelle und die Generalversammlung die Jahresrechnung abgesegnet. Der Verwaltungsrat ist für die Geschäftsführung der Aktiengesellschaft zuständig. Dazu gehört auch die oberste Verantwortung für die Rechnungslegung. Wenn nun die Gesellschaft überschuldet ist, muss der Verwaltungsrat handeln. Es handelt sich dabei um eine der sogenannten unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrates. Im vorliegenden Fall kann also der Verwaltungsrat sich nicht herausreden, indem er sagt, für die Rechnungslegung sei der Buchhalter zuständig gewesen oder die Generalversammlung bzw. die Revisionsstelle hätten auch Kenntnis davon gehabt. Schließlich ist zu erwähnen, dass auch die Revisionsstelle in einem solchen Fall schadenersatzpflichtig werden kann.